Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Kirby Space Program Program, wo wir noch Nein, wir werden natürlich weitermachen mit unserer Raketenforschung, haben die eine oder andere Mission nochmal aufgenommen und müssen wieder den Samba Solid Fuel Booster und den LV909 Terrier Liquid Fuel Engine testen. Ich habe nebenbei schon mal einen Deutsch-Patch drauf gemacht. Der wird von der Community im Moment entwickelt, beziehungsweise der wird auch jetzt im Moment auf die Hauptversion erweitert. Es sind schon relativ viele Texte eingedeutscht. Nicht alles ist deutsch. Deshalb, es ist eine kleine Hilfe. Hier sehen wir zum Beispiel der Dekoppler, der hat einen anderen Beschreibungstext etc. etc. Aber insgesamt, es hilft ein wenig. So, was hatten wir zuletzt? Ich muss mal eben kurz gucken. Wir mussten die... Ich sehe gerade die 3.1, wo den 3.1. Da war ja in den Kommentaren die Information, dass es problematisch sein kann mit, mit Zeichen, beziehungsweise mit Punktzeichen etc. Ich sollte lieber Strich benutzen, wenn ich mit Punkt arbeiten wollen würde, sollte ich lieber mit Strich benutzen. Doofe Idee, jetzt noch aufzunehmen. So, was wollten wir machen? Genau, die zwei Sachen testen. Manchmal eben hier aufmachen. Den LV909 ist er. Da müssten wir in der Höhe von 4000 und 1100 Metern testen. Und den Samba... Solid Fuel in der Höhe von 13 bis 15.000 Metern bei einer Geschwindigkeit von 200 bis 1.000. Obwohl ich da denke, wenn wir zwei haben davon, die wir einfach aufeinander knallen, können wir auch das locker schaffen, oder? Ob sie das dann überhaupt noch rentiert. Weil die Trägerrakete ist halt nicht billig. Aber damit hätten wir das auf jeden Fall schon mal... Meine Güte, heute ist aber auch der Wurm in meiner Sprache drin. Da hätten wir es schon mal einfach umgangen. Und ja, ich verstehe auch die Kommentare, dass viele Leute natürlich hier dabei sind und sagen, informiere dich ein bisschen mehr um Kirby Space Program. Ich möchte aber auch gerne viele Sachen selbst rausfinden, bevor ich bei anderen gucke. Ich sehe mich auch nicht so als generellen Arcade-Spieler. Und habe auch das Gefühl, ich sollte es ja wohl hinkriegen, eine Rakete zu starten. Oder auch Teile zu testen. So, Geschwindigkeit ist erreicht. Jetzt müssen wir nur warten bis 13.000 Meter. Die ich nicht mehr erreichen werde, so. Jedenfalls nicht mit dem Tempo. Aber ich habe was anderes gesehen, was wichtig ist. Gehe wieder rein in die Produktion. Denn die Trägerrakete reicht genau aus, um uns hoch genug zu schleudern für das Testen von dem Antrieb. Von ihm. Wir sind jetzt im 5.1-Bereich einfach. Ich werde jetzt nicht V bis 1000 gehen. So, dann setzen wir den dran. Die Trägerrakete fällt dann ab. Und mit dem Rest landen wir sogar. Das wird schon mal reichen, um das eine zu erfüllen. Und ich verstehe auch, dass viele Leute eine Physik sehen in Kirby Space Program. Es ist ja auch eine Physik drin. Aber man kann dem Spiel trotzdem auch manchmal... ja, nicht entgehen, sondern sagen, ich kann es so ein bisschen umlaufen, was die Physik eigentlich von mir will.
Oh, ich glaube, ich bin zu leicht. Oder? Ich komme nicht runter von der Rakete. Ah, jetzt. Düse ist auch ein bisschen zu schwach. Man könnte übrigens auch viele Wissenschaftspunkte, worauf ich noch nicht eingegangen bin, über unterschiedliche Gebiete gehen. Also beziehungsweise, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man auch einfach mit seiner Sonde bzw. Rakete mal in eine Richtung schießen und dann über gewisse Areale fliegen. Und dadurch kannst du auch Science-Punkte bekommen. Ist jetzt etwas, was ich zurzeit null nutze. Der gut zappelt und wackelt, während die Rakete fliegt. Statusbericht ist übrigens der Crew Report. Die sind auch alle übersetzt worden. Die Küste sieht einladend aus und du schaust dir die Wellen an, die auf das Ufer zurollen. Sind ja nicht sehr weit gekommen, ne? Ach du Scheiße! Da waren wir noch ein bisschen zu schwer für den Fallschirm. Macht aber nichts, die Düse ist halt nur weg. Gefährt bergen. Das haben sie auch übersetzt. Weiteres folgt. Ich werde mal unten in der Beschreibung den Link reinmachen für den Deutsch-Patch. Den müsst ihr auch nur in das Installationsverzeichnis reingeben. Und gut ist. So, Contract komplett, haben wir 19.000 für bekommen. Ist jetzt auch nicht verkehrt. Mal eben bei der Forschung reingucken. 45. Gehen wir das erstmal einkaufen, weil wir dann den normalen Decoupler kriegen. Für direkt an die Rakete, andere Wings. Dann hier so kleine Nasen. Also aerodynamische Nasen für zum Beispiel die Raketen. Und wieder raus. Ich muss jetzt mal eben gucken. Genau, es sind nochmal Touristen. Das wollen wir nicht. Ja, ein Crew-Report von der... von der Location, die unten steht. Glabby's Point und 18.000 Meter Höhe. Den MK-16 testen. Ach genau, das können wir mal eben machen. Weil das geht auch super schnell. Diesen Dekoppler zu testen. Dafür werde ich die Rakete auch nicht umbenennen. So. Upsala. Schön daran ist, jetzt kann man einfach rausgehen. Dann starte ich den. Getestet. Ja, aber so funktioniert das. Man kommt einfach dann wieder zurück. Ah, ich habe vergessen, den Crewbericht zu machen, aber ich glaube, ich hätte nichts mehr bekommen, weil es ja eher auf der Station gewesen wäre. So, den weg. Missionsbericht. Was haben wir ja noch? Den TT-18A Startstabilisator ist auch total easy. Weil das ist der hier. Den bindet man einfach an das Ding dran.
da wir ja eh nicht starten werden. Kann ich da auch jetzt einfach so vorgehen. Wir lassen den einfach hier so ganz niedrig auf dem Boden stehen. Setzen mal einen Dekoppler dran. Wie es aussieht. Genau, sowas muss man speichern. Sowas konstruiert man nur einmal im Leben. Bereit zum Start. 3, 2, 1. Start geglückt. Dann haben wir ihn auch schon fertig getestet. Ist halt leicht verdientes Geld. Gehört halt dazu. So, im Orbit testen. Das ist natürlich schon mal was ganz anderes. Beim Flug über Körbel. 500 zu 1000. Dreizehntausend bis 22.000 Meter. MK-16. Dann setzen wir uns erstmal damit auseinander. Ich fange jetzt aber nochmal von vorne an mit dem Aufbau. Da haben wir den Freund. Wir haben ja zum einen noch den Zamba zu testen. Bei den Düsen. Beziehungsweise bei den Boostern. Von 13.000 bis 15.000 Metern. Der Gag ist einfach, ich glaube, es reicht schon aus, wenn wir den, wenn wir zwei weitere Booster an den Seiten machen. Die sollten uns eigentlich hoch genug schleudern. Wir haben ja inzwischen hier den Dekoppler. Moment, nehmen wir den nochmal ab. Wir können nämlich auch hier unten einstellen, übrigens den Angel Snap. Das bedeutet entweder, dass man kreisrund daran geht. Oder hier mit dem Angel Snap mit Ecken. Da ist das ein bisschen leichter, solche Konstruktionen zu machen. Auf X kann man halt eine unterschiedliche Anzahl machen, in wie viel Törtchen man so gesehen das schneiden will. Geht, glaube ich, hoch bis, da ist 8. Wir wollen aber nur 2 haben. Weil wir noch 2 weitere Trägerraketen dran pfeffern. Das Ding wird abgehen wie eine Bombe, ey. So, das sind kleine Nasen und das sind große Nasen. Die machen wir nachher drauf. Genau, jetzt setzen wir ihn. Nee, erstmal den Dekoppler. Dass wir den wieder loslösen können. Dann können wir den Booster dran setzen. Die zwei äußeren. Genau, dekoppeln und dann wird der mittlere. Ah ne, wir trennen das voneinander. Das Abkoppeln und das Starten der nächsten Düse. Des nächsten Boosters. Weil kann sein, dass ich noch ein bisschen meinen Schwung ausnutzen muss nach oben, um auf die 13.000 bis 15.000 Meter zu kommen. Tempomäßig sollte das hinhauen. So, übrigens sieht man hier die unterschiedlichen Wings, die wir haben. Das Lift-Rating müsste die Stabilisationsrate sein.
Lifting Surface. Da sehen wir auch die Crash-Toleranz. Die ist natürlich besser hier vom AVT1 Winglet, kostet aber bedeutet mehr. Deshalb werde ich einfach die Basic Wings hier dran setzen. Ach du Kacke. So aber nicht, mein Freund. Ich hoffe, der rotiert sich da nicht tot. Ja, Körbelnaut. Möchtest du gerne eine Rakete fliegen, die nur aus Treibstoff besteht? Ohne wissenschaftlichen Zweck. Es geht nur darum, dich in die Luft zu feuern. Warum nicht? Immer wieder gern mit dir zu arbeiten. Immer wieder schön mit dir zu arbeiten. Scheiße, zu viel Masse. Da ist jetzt die Frage. Liegt's an der Halle? Oder? Lass mich mal eben hier raus. Oder am Startfeld. Ich habe mal eben Teile recovered. Da haben wir übrigens diesen Glebby's Point. Da sollten wir auch mal rüberfliegen. So, sind keine Objekte getrackt. Wir müssen also nichts einsammeln. Ich habe jetzt nur mal kurz geguckt, weil wir jetzt gerade die Teile auf der Startfläche noch hatten. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt schon die Sides vergrößern sollte oder ob ich einfach mal mit anderen Boostern arbeiten sollte. Oder anderen Trick? Nö, reicht nicht. Ja, der wird nur ganz kurz durchstarten. Ich muss jetzt irgendwie damit klarkommen, dass ich so wenig Masse auf die Startbahn kriege, weil ich will es jetzt gerade nicht kaufen. Deshalb muss ich mal kurz ein bisschen experimentieren. Genau, es wäre wieder zu viel. Wenn wir im zweiten Schritt die kleinen zünden. Ja, der Proof ist experimentierfreudig. So, das muss nach unten. Das muss zwischen den beiden. Und als letztes würden wir dann die große zünden, wenn wir die richtige Höhe erreicht haben. Und das ist alles nur Gewichttrickserei, ne? Ich mache das nur, weil ich keine, nicht mehr als 18 Tonnen aufs Feld kriege. Last but not least. Und schon haben wir unsere V6. Die mit etwas Glück sogar den Himmel erreicht. Ohne zu explodieren. Ich überlege immer noch, ob es eine gute Idee ist.
Ich glaube, die zwei Trägerraketen werden einfach nicht genug Schub aufbauen können. Ja, und die Kleinen, die fliegen ja nicht lange. Doofes Experiment. Ich überlege gerade, wie weit hat mich... Die eine Trägerrakete hat mich nur sehr weit gebracht, als wir... wirklich gar nichts, also nicht gar nichts drauf hatten, aber von der Leistung her, ne? Also beziehungsweise, als wir nur den kleinen Tank noch oben drauf hatten. Ich weiß, mit zweien würde ich es auf jeden Fall schaffen, beziehungsweise... Jetzt lass uns mal doch einfach hier einen Dekoppler dran machen. Damit wir mit der Masse hinkommen. So, das ist eine Tonne. Jetzt brauchen wir eine Engine noch, die sehr viel Thrust hat im... Also im, das ist übrigens hier Maximal Thrust ASL, müsste in der Atmosphäre sein und WAC müsste unter Vakuum sein. Und da drunter sehen wir halt, wie viel Liquid Fuel etc. von der gefressen wird. Ich glaube, das wird auch zu wenig aufbauen. Und wir sind zu hoch. Also egal, was ich bastel, ich krieg ihn gerade nicht in die richtige Höhe geboostet. Ach, wisst ihr, was wir noch machen könnten? Obwohl, das wird dann zu wenig Sprit sein. Doch immer noch 20,2 Meter. Moment, dann nehmen wir die zwei weg. Den Dekoppler beiseite, die Düse weg, den dran, den unten dran. Wie schwer ist die Düse? 1,5 Tonnen oder 1,25 Tonnen. Und wenn wir jetzt... Ja. Den da dran setzen. 1,2 Tonnen, 3 Tonnen. Das wäre zu viel. Die kleinen würden gehen. Die würden mich aber nicht genug... Die würden mir nicht genug Schub geben. Leicht verrechnet. Das Schöne ist immer, wenn man jetzt hier so rum experimentiert, dass man ständig rechts unten die Dinger falsch drin hat, beziehungsweise die ganze... Die ganzen Einstellungen rechts gehen ja im Eimer. So, das muss ja wohl reichen. Kostenpunkt 7800. Kriegen tun wir, glaube ich, 20.000 für die Mission. Genau, du sollst nicht als erstes starten. Als erstes startet die große Trägerrakete. Dann würden wir die dekoppeln. Dabei werden die drei kleinen gezündet sofort.
Obwohl, nee, nicht sofort zünden. Wir starten erstmal durch. Das letzte entkoppeln wir unsere Sonde oben, unsere Hauptkanzel, Kommandozentrum. Wenn das jetzt nicht funktioniert, müssen wir den Break machen bis zum nächsten Part. Ich nenne sie den Dreipimpel. Er hat sehr viel Liebe. Finde ich echt schön, wie wir das gemacht haben mit dem Wind, der den Rauch so wegpfeffert. Den gab es damals nicht. Zu wenig Power. Wir sind zu schwer. Kommen da einfach nicht hoch genug. Ja, scheiße. Genau, nochmal zurück 1:10, als wir am Bauen waren. Ja, da müssen wir uns was Neues überlegen fürs nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Kerbal Space Program. Bis dahin, ciao, euer Doc.